Natürlich kann man im Stuhl messen, wie viel Candida habe ich eigentlich. Man sollte sich aber auch darüber im Klaren sein, habe ich diese Candida gerade gestern gegessen oder sind sie einfach völlig natürlich da. So bis zu 1000 Hefen pro Gramm Stuhl sind ja völlig normal. Wenn ich da mal 2000 oder 3000 habe, das ist keine Pilzbelastung. Wenn, dann muss ich wirklich also an die 100.000 Pilze pro Gramm Stuhl haben und wenn ich die Kontrolluntersuchung mache, in ein, zwei Tagen muss das genauso sein. Wenn nicht, habe ich vielleicht Hefeteilchen gegessen oder Bier getrunken oder Weinhefe zu mir genommen oder irgendwelche süßen Sachen genommen, auf denen die Hefe automatisch schon drauf war, viel Obst gegessen und dann können sich diese Dinge einfach dahin verschleppt haben. Die Diät, dann nur ganz wenig Zucker zu essen, um die auszuhungern, ist eine Frage. Die Pilze sind ja im Dickdarm und normalerweise werden diese Zucker ja im Dünndarm aufgenommen. Also müssten das so unheimlich große Mengen Zucker sein, dass die unbedingt in den Dickdarm kommen. Okay, es gibt auch komplexe Kohlenhydrate, die gehören in den Dickdarm. Die müssen da auch sein, damit die Säuerungsflora funktionieren kann. Oft ist es aber so, dass man bei diesen Hefebefunden im Stuhl dann einen basischen Stuhl hat. Aber jeder Baubiologe weiß, wenn ich zum Beispiel eine Schimmelpilz- oder eine Pilzbelastung in meinem Bau verhindern will, dann muss ich mit Kalk arbeiten. Dann muss ich einen basischen pH-Wert haben. Und der saure pH-Wert, der lässt zu, dass Pilze wachsen. Das bedeutet, dass man im Grunde genommen sich auch immer den pH-Wert anschauen muss und dass man, bevor man zu so einer Diagnose kommt, auch immer eine zeitnahe Kontrolluntersuchung machen muss. Pilze können aber auch ein Zeichen dafür sein, dass sie für uns gut sind, also scheinbar gut sind. Denn die Symbiose, die der Körper damit eingeht, muss ja irgendeinen Grund haben. Der Körper macht das ja nicht für lau, für umsonst. Entweder hat er ein ganz schwaches Immunsystem, dann liegt es an der Medikation, die wir haben, oder an der erworbenen Immunschwäche, die wir vielleicht haben. Oder wir haben eine Belastung mit toxischen Metallen. Denn diese Pilze helfen uns, diese toxischen Metalle auszuleiten. Aber um den Preis der Candidolysine. Und die wiederum machen ein Leaky Gut-Syndrom. Das aber kann man messen, denn man kann auch den Stuhl auf toxische Metalle untersuchen. Und kann auch da mit zwei Untersuchungen gucken, lässt sich dieses Messergebnis reproduzieren. Und dann kann man darüber nachdenken, wie man so etwas therapiert.